Na, ah, fast hätte ich mich hinter den Felsen retten können. Aber nur fast. 19-4, geil. Wäre das jetzt ein Gefecht, würde ich eine Trophäe bekommen, wenn das vor der Zeit noch fertig wird. 4-0 für uns. Die seine verbackte Trophäe, die ist auch richtig mies. In einem Gefecht die meisten Kills erlangen. Habe ich gemacht. 31-3 oder so. War ich richtig stolz und habe sie dann nicht bekommen. Und dann habe ich gesehen, dass die verbuggt ist. Wobei, nennt man das dann verbuggt? Nee, nee, mein Freund. Haha, hier bin ich. Ihr habt keine Schnitte. Oh, 4-1. Ich rutsche ab. Ich rutsche ab. Sorry, das war echt scheiße, ich weiß es. Ich gelobe mich eines Besseren vielleicht. Ups. Kill Assist nur. Und tschüss. Nein, der hat ein Schutzschild aufgebaut. Oh, Viper. Aber von hinten wurde ich getötet. Sehr geil. Wir haben gewonnen. Geht doch. Endlich mal eins gewonnen. So, jetzt noch einmal eine Map. Weil es doch gerade so Spaß macht. 23,5. Geil. Meiste Kills. Und Rang 22 glaube ich noch nicht. 3600 und 500. Nochmal 300, nochmal 1000 drauf. Siegesbonus 500. 591 Credits nur. Aber wir werden ziemlich viele haben am Ende. So, das Spiel haben wir, diese Map haben wir ja schon mal gemacht. Da war ich nicht ganz so gut. Jetzt habe ich mich so ein bisschen an den Modus gewöhnt. Allerdings ist es halt. Warte mal. Ja, E11 hat er. Gut. Dann nehme ich dann die zweite Hand. Obwohl, nee, auch die erste. Weil da kann man ja aufs Raumschiff oben drauf und von da aus kann man auch gut snipern und so. Ich hoffe, ich habe mich jetzt im Modus gehauen und nicht, dass es das irgendwie Zufall war, aber ich glaube natürlich dran, die Macht ist mit mir. Auch wenn sie böse ist. Alles klar, ich habe jetzt Blut geleckt. Boom! Boom! Geil, fast synchron. Nee, nicht nochmal. Jetzt ist langsam uncool. Machen haben wir jetzt schon viel zu oft gemacht. Ja, ist gut. Das war, glaube ich, auch unser erste Map der Aufnahmesession. Der ersten Aufnahmesession. Ist er tot, ja, ne? Ja, das war sehr, sehr blöd, Alter, was ich gemacht habe. Schade. So, ich gehe mal schnell zur Kapsel, ach, die ist hier. Oh, der Gegner ist hier auf der Seite. Alter, das gibt's doch nicht. Mann, Kill Assist. Ist auf jeden Fall immer ein heftiger Kampf da. Und blöderweise habe ich gerade den Kill nicht bekommen. Hätte ich aber auch nicht bekommen. Wäre ein Verbündeter nicht da. Weil er mich heftiger getroffen hätte. Oh, ich bin immer echt blöd hier positioniert. Warte. Ich habe eigentlich voll drauf gezielt gehabt. Und schau. Dim, dim, dim. My name is Lord Vader, and I fight for the Emperor. Ups, der lebt da noch, glaube ich, ne? Ja. Ah, oh, wieder ein Kill Assist. Oh, der hat auf mich gezielt.
Mit dem Zielschuss vorher. 2-3 und 1-0 für uns. Okay. Das geht ja noch. So zwei Siege in dem Modus wären auch nicht schlecht. Ich freue mich dann schon auf Helden auch auf jeden Fall. Wobei ich denke, dass es schwer wird für mich. Mit Han Solo war ich richtig gut. Also da habe ich mal 30 Kills gemacht mit dem. Weil das ist ja nicht so wie bei Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2, wo... schade. Nur Kill Assist hier, Alter. Reihenweise Kill Assists. Ich wollte irgendwas mit Star Wars Battlefront 2 sagen, weiß aber nicht mehr was. Ah ja, dass die Helden und oder Schurken halt nach der Zeit sterben und man durch Kills das quasi überbrücken könnte. Haha, auch so richtig unfair, was wir hier machen. Wir stehen hier. Aber unsere Kapsel ist immer noch blau, von daher sehe ich da keine Anschalt, irgendwie die Seite zu wechseln. Sondern, dass man hier stetig wirklich, so wie normale Sturmtruppler oder alles andere... Lebt er da? Nein, der ist tot, ne? Oh, ich häng fest und ich glaube, ich habe außersehen mein Jetpack benutzt. Wobei, ich wollte es mit Absicht benutzen. Ach ja, ist ja blöd. Ich hing da leider fest, war da sehr ungünstig platziert. Bin ich mal gespannt auf Helden versus Schurken. Macht bestimmt Spaß. Und ob hier auch irgendwie die Schurken benachteiligt sind. Weil in Wahrheit hat ja quasi, haben quasi doch die Jedi gewonnen. Weil Darth Vader besiegt wurde. Waren dann auch die Schurken schwächer. Schätze ich mal. Das war der Grund bei Star Wars Battlefront 2. Aber hier ist das wahrscheinlich nicht so. Das wäre ja blöd, wenn das der Fall wäre. Da hat man auf Mos Eisley gespielt, ne? Ach ja, Star Wars Battlefront 2. Waren das nicht tolle Zeiten? Das gibt's doch nie. Ich hab doch so gut gezielt. So, warte, wo ist sie denn? Oh, gerade noch so gesehen. Obwohl, das war blau. Ich glaube, das war verbündet. Ich habe voll lang schon keinen Orbitalschlag mehr gehört. Okay. Warte, hier sind irgendwo Rebellen. Die konzentrieren sich anscheinend nicht auf die Fracht hier oder die Dinger, die runtergehauen werden. Die wollen wohl irgendwie auf Kills gehen. Allerdings, muss ich sagen, sehen die nicht so gut aus. 10-4, ja gut, geht. Eine Blamage ist es nicht. Was? Killserie? Ach, ich habe doch irgendwas aufgebaut gehabt. Ach ja, den Viper-Droiden, glaube ich. Den habe ich aufgebaut. Das ist ja eine... Ein Suchdroid ist das ja eigentlich. Na, oh, klappt nicht so, wie ich es wollte. Hallo. Hallo. Nein. Huch, ich glaube, ich lecke gerade. Nein, Rakete im Anflug. Nein. Mit Zielschuss. Hatte ich voll die OP Suchtruide, ne? Mit Geschützen dran und allem. Und kann halt haargenau Positionen durchgeben, Bilder an das Imperium schicken. Also das ist schon eigentlich eine OP-Suchtruide, muss man sagen. Oh. Ja.
Wie steht's? 4-0? Ja, ich ziehe mich mal jetzt hier zurück zu der letzten. Dann haben wir es geschafft. Weil ich dachte, hier wären Gegner. Die interessieren sich gar nicht für die. Für den Modus. Die wollen anscheinend nur töten. Oder getötet werden. Nee, war ja verbündet. Gewonnen. Nein, guck mal, wo ich bin, Alter. Ich hätte jetzt den Linken getötet, dann den Rechten. Und der wäre weiter vorgelaufen. Hätte da keiner was gemerkt. Egal, 15-6. Ich guck mal kurz. Ja, wir können, glaube ich, noch einmal spielen. Hat doch gerade so Spaß gemacht. Werden wir noch eine weitere Map hier durchspielen. Geht ja doch relativ schnell, glaube ich, oder? Wie lange hat es gedauert? Also die 5 Schoten, wie wir es gerade gesehen haben, ohne Gegenwehr, geht relativ schnell doch eigentlich. Ah, dann werden wir jetzt wieder hier gleich auf Beginn machen. Ich muss mal kurz meinen Knipser suchen. So, sonst schaltet sich der Bildschirm einfach aus. Der Fernseher. Yes. Let's have a look. E11. Finde ich jetzt gerade richtig gut. Damit habe ich irgendwie gute Karten gerade. Macht auch relativ viel Schaden im Gegensatz zur DLT-19 oder wie das gute Stück heißt. DLT-19. Habe ich richtig gesagt. Wenn wir ein Level hoch sind, können wir bald... Oh, Körperschild ab Level 25. Aber wie sieht es denn mit dem aus? Das war ab Level 28. Okay. Das Cyclergewehr. Mit dem habe ich auch in der Beta schon gespielt. So, jetzt können wir auch joinen, denn dann können wir sofort starten. Hier spielen wir jetzt Schoten. Auf diesen imperialen Schrotthaufen. Auf dem Friedhof. So hat es den Anschein irgendwie. Überall abgestürzte T-Fighter. Aber noch ein funktionelles Shuttle. Imperiale Shuttle. Da vorne sehen wir es. So, dann fliegen wir mal zu unserem nächsten Sieg. Ich glaube, dritte dann in Folge, wenn wir es schaffen könnten. Endor, eben das. Das ist eine Map, wo ich sehr, sehr viele mal geleckt habe. Ich hoffe, dass es jetzt nicht genauso sein wird. Ich habe auch viele versuchte Parts abbrechen müssen, weil es einfach durchgehend geleckt hat. Ist natürlich immer ziemlich nervig, wenn man aufnehmen möchte und dann geht das nicht, weil es einfach heftig leckt. Ja, und in dieser Map lecke ich einfach immer. Man sieht schon oben rechts wieder, die Bars werden wieder angezeigt. Ah. Wenn es zu heftig wird, kann ich hier das aber verlassen und werde dann im nächsten Part den nächsten Modus ranknüpfen. Dann mit Druidenalarm oder sowas. Das wird auch heftig, weil die Druiden hier sind ziemlich stark. Und am Schluss, oder fast am Schluss die Helden, und am Schluss bin ich erstmal tot jetzt. Ja, Alter, mit meinem Jetpack. Bin ich hochgeflogen. Ach, ich muss erstmal gucken, wo die Schoten hier überhaupt sind. So. Sieht wieder gut aus. Wir haben es erobert. Jetzt rutsche ich hier ab. Ich wollte eigentlich den Sturmtruppler da vorne umnieten. Übernommen. 1-0 für uns. Nicht gut. Ach, cool. Schade. Ah, ne, der lebt noch. Ich möchte mal in der Luft töten. Geil. Nicht gut. Ich hab den schon gesehen. So, jetzt habe ich auch meine Kapsel aktiviert. Mal sehen, ob man dann noch extra Bonus bekommt, wenn dann die... Oh, jetzt wird's ganz schlimm mit dem Laggen. Muss ich mich mal kurz vom Kampffeld hier entfernen, damit es sich wieder stabilisiert. Also mit dem Internet muss ich das auf jeden Fall noch in Einklang bekommen. So, komm, meine Kugel, meine Schote, die ich aktiviert habe, darf nicht deaktiviert werden. Die kommen von allen Seiten gerade, wie es den Anschein hat.
Yeah. Keine Extrapunkte. Kill Assist. Okay, der ist tot. Yeah. Oh, 6-1 steht's. Nein, nicht gut. Der hat keinen Wind bekommen. Aber... ach, es ist nur... ach, ich wollte mich noch schnell retten. Aber der ist jetzt auch wieder tot. Haha, geschieht hier, echt. 2-0 für uns. Jetzt rutsche ich ab. Ich war in einer guten Position. Der ist auch geflogen. Ah, oh. Jetzt kommt es nur drauf an, wer den längeren Atem hat. Alter, geil. Nice. Der wartet, bis die Rebellen dahin gehen. Was ein Schweinehund. So, meine Lieben, mein liebes Imperium, Darth Vader hat euch ein weiteres Mal in den Arsch geblasen. Nun ja, nicht wortwörtlich, aber... oh, ich verziehe mal in der letzten Sekunde. Von hier? Huch. Hing ich gerade in der Luft fest. So, Punkt Nummer 4 ist unser. Ist hinter mir einer zufällig? Von wo kommen die Schüsse? Wow, ach, da. FM Singapur. Los, los. Tritt voran, mein menschliches Schutzschild. Die sind aber keine Items, ne? Oder wenn selten. Nee, ich glaube in diesem Modus super, super selten irgendwie. Nur wenn man eine Schutte eventuell eingenommen hat, dann würde das auch Sinn ergeben, dass da welche sind. Ah, falsche Seite. Ja, der hat jetzt Wind bekommen, aber Gott sei Dank konnte er nicht so gut zielen. Hast du die Schurte umgewandelt? Sehr gut. Wieder schlecht gezielt. Jetzt habe ich irgendwie so einen kleinen Super One. Ich meine, 13-3 ist nicht schlecht. Wobei die Gegner vielleicht auch schlecht sind, jetzt einfach nur. Ich war ja am Anfang nicht so gut, aber am Ende habe ich mich dann nochmal gemausert. Also ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden und dieser Modus macht doch eigentlich Spaß. Vor allem, wenn man gewinnt. Nee, ist auch ganz cool, weil die Gegner, wenn... na gut, momentan nicht ganz so, ne? Der Kampf ist momentan nicht so bei den Schoten, sondern einfach hier so im Mittelbereich. Abwurf zum Meister. Ach so, ich habe gewonnen. Sehr gut. Ach, 5-mal in Folge sogar. Haben wir gewonnen. Tatsächlich, aber wahrscheinlich auf der Rebellenseite. Gut, damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Es hat auch nur ungefähr 8 Minuten gedauert, also alles wunderbar. Dann mache ich da 20 Minuten Parts jeweils raus aus dieser Aufnahmesession. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Dann im nächsten Modus. Wobei, wir können ja schon mal so ein bisschen gucken, was wir dann als nächstes machen. Ich glaube, Droidenalarm hieß es, was wir darunter, also wenn wir Droiden lenken oder so, wäre auch cool. Ich lese mir nochmal kurz so die Überschrift diesen Modus durch. So, wir gehen jetzt hier raus. War ein schöner Modus, muss ich sagen. Ich kann jetzt auch schon mal so ein bisschen Fazit und Stellung nehmen. Vielleicht danach nochmal das, wo es leider nichts draus geworden ist. Das war nämlich so ein 30-Minuten-Part, der einfach durchs durchgehende Lenken teilweise ein unbrauchbar war und dann war ich auch nicht so gut. Also fragt eventuell nochmal nächsten Part. Droidenalarm, rasante Action mit 3 beweglichen Droiden, die erobert und gehalten werden müssen. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.